Dann lass uns mal hier reingehen. Halt deinen Mund, du Hure. Fick dich, du Schlampe. Willst du meine... Alles klar. Steig. Oder warum habe ich das direkte Inter... Weißt du, ich bin halt so ein weirder Dude, dass ich diesen Ausschnitt als Sub-Alert nehmen würde. Aber alles in mir sagt, nee, lieber nicht. Willst du meine Freundin sein? Vielleicht für Top-Donations in Zukunft. Wenn solche Sprüche sich in Online-Games an Frauen richten, dann ist das Sexismus. Das ist ein Problem. Und das Problem rückte ein Video des Kanals Pulsreportage für ein paar Tagen leider in ein richtig falsches Licht. Unter diesem Video hier entstand ein Shitstorm. Zu Recht, in vielen Punkten. YouTuber wie KuchenTV, Montana Black und Rezo nahmen das Video auseinander. Puls löschte das Video kurz nach der Veröffentlichung und entschuldigte sich. Und ja, man kann an diesem Video viel kritisieren und journalistisch ist es in vielen Punkten richtig scheiße. Aber unter all der Kritik geht leider ein wichtiger Punkt unter. Sexismus in Online-Games gibt es. Und Achtung, ist durch wissenschaftliche Studien belegt. Montana Black. Ja? Was die Wissenschaft wirklich sagt, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Um dieses Video hier geht es. Titel: Sexismus im Gaming, wie GamerInnen beim Zocken belästigt werden. Hochgeladen von Puls, also eigentlich einem seriösen öffentlich-rechtlichen Kanal. Ja gut, eigentlich einem seriösen öffentlich-rechtlichen Kanal. Das würde ich so vielleicht mal ein bisschen in das korrekte Licht rücken. Puls hat sich aus unerklärlichen Gründen immer wieder die Aufgabe gemacht, Probleme, die tatsächlich existieren, zu fingieren oder so komisch darzustellen, dass der gemeine Nutzer nicht mehr in der Lage ist, das zu checken. Das heißt, dass Sexismus im Gaming oder Beleidigung im Gaming oder toxisches Verhalten im Gaming ein Problem ist, das, denke ich mal, weiß jeder vielleicht, der zockt. Aber die Puls, der Bereich Puls des ÖR schafft es immer wieder, diese sehr wichtigen Themen in eine verschrobene, wir müssen was machen, Dokumentation zu bringen, um dann diese Perspektive auf die Welt loszulassen und damit der Gegenpartei, also den Problembereichen oder den Leuten, die das nicht gut finden oder die sich damit kritischer oder vielleicht auch unwissenschaftlich oder wie auch immer auseinandersetzen, noch mehr Feuer zu geben, um denen zu sagen, hey, wir haben dieses Thema beleuchtet und wollen euch sagen, warum ihr Recht habt, wenn ihr uns Idioten nennt. Ne? Also es ist so irgendwie fast... Also es ist, glaube ich, die kontraproduktivste Herangehensweise an sowas, die ich mir vorstellen kann. Öffentlich-rechtlich finanziert, dazu macht es natürlich noch zu einer Zielscheibe, also es ist einfach eine riesige Zielscheibe. Ne? Leute lieben es zu sagen, oh, das wird also mit unseren Gebühren gemacht. Obwohl das Funkrepertoire, was im Internet existiert, tatsächlich sehr, sehr gut ist. Ne? Also mittlerweile ist es wirklich so, dass man sagen kann, ey, was da vom Funk produziert wird, das ist schon ziemlich geil. In vielen Bereichen. Aber es gibt immer noch diese negativen, nicht wegrationalisierten Sachen, die genauso hätten untergehen sollen wie ein eigener funkfinanzierter YouTube-Kanal von Susie Grime. Das ist klar, dass der keine Zukunft hat. Und das hätte genauso wegrationalisiert werden sollen. Da hätte genauso jemand sagen sollen, hey, guck mal, wir haben Susie Grime abgeschafft, lass uns doch auch Puls abschaffen. Weil wir könnten tatsächlich unsere hochkarätigen, durch Qualität überzeugenden Beiträge von unterschiedlichen Content-Creatern nach vorne bringen und hier was machen. Und das ist halt leider nicht der Fall. Und ich weiß nicht, wieso das der Fall ist, aber es ist so. Die Reporterin macht darin in dem Video ein Sexexperiment. Sie spielt das Online-Game Valorant und möchte so hautnah erleben, wie lange es dauert, bis sie von einem anderen Spieler sexistisch angegangen wird. Spoiler: Das Experiment failt. Sie wird nicht beleidigt, woraufhin die Redaktion das Experiment abändern muss. Sie schleusen dann einen Lockvogel ins Game und fangen an, selbst sexistische Sprüche zu droppen. Und das ist aus so vielen Gründen so verwerflich. Aber nur, weil dieses Pseudo-Experiment keinen Sexismus beim Spielen fand, heißt das nicht, dass es in den Games keinen Sexismus gibt. Aber genau das ist ja das Problem,
dass sie das damit genau sagen. Also das ist halt, und hier kommen wir zum großen Ankerpunkt von dieser ganzen Sache. Die scheitern damit, fingieren es selbst und geben allen Leuten, die sagen, ey, das gibt's gar nicht, so viel Munition, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder das Ganze nur ein klitzekleines Problem ist. Die Wissenschaft sagt ganz klar, Frauen haben es in Online-Games schwerer. Sie müssen sich dort viel anhören. Viel mehr als die Männer. Ich habe jetzt für euch mehrere Studien gelesen. Die Links zu denen findet ihr übrigens alle dort unten in der Infobox. Leider, sage ich gleich vorab, sind nicht alle kostenlos. Die erste Studie kommt aus den USA, von der Ohio State University, von Jeffrey Kuznikoff und Lindsay Rose. 2013. Beiden machten eigentlich genau das, was die Reporterin auch gemacht hat. Nur viel besser und vor allem wissenschaftlich. Ein Experiment mit der Stimme. Dieses Mal nicht mit Valorant, sondern mit Halo 3. Die ist halt von 2013, ne? Also, ja, wir hören uns das mal an. Also einem anderen Game. Ziel der Studie war es herauszufinden, wie Gamerinnen und Gamer im Voice-Chat von Halo 3 auf eine weibliche oder eine männliche Stimme reagieren. Dafür nahmen sie die Stimme von einem Mann und von einer Frau auf. Beide, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig in diesem Experiment, sagten das komplett Gleiche. Und diese Audioclips, die sie dann hatten, spielten sie im Game ab und warteten auf die Reaktion. Sagt doch trotzdem viel aus. Ich werde auch gleich sagen, wieso das in dem Fall nicht so viel aussagt. Aber ich denke mal, das kann man, wer seinen Kopf einschaltet, weiß schon, warum das nicht so viel aussagt. Doppelpunkt. Aber ich werde es gleich nochmal erklären, kein Problem. Was gesagt wurde, naja, das waren komplett neutrale Sachen, wie Hallo zusammen, ich mag die Game Map oder das war ein gutes Game. Also nichts, was gleich von vornherein negative Reaktionen bei den Mitspielerinnen und Mitspielern auslöst. Aber genau die kamen, vor allem bei der weiblichen Stimme. Das Fazit der Studie deswegen, Gamerinnen und Gamer reagieren auf eine Frauenstimme anders als auf eine Männerstimme. Im Schnitt bekam nämlich die weibliche Stimme 3-mal so viele negative Kommentare im Voice-Chat ab. 3-mal so viele wie die männliche Stimme. Und nochmal, weil es wirklich so wichtig ist, die männliche und die weibliche Stimme sagten komplett das Gleiche. Das Problem bei dieser Studie ist jetzt leider, sie schlüsselt dann im Nachhinein nicht mehr genau auf mit Zahlen, was für negative Reaktionen genau kamen. Also wir wissen jetzt nicht, x Prozent aller negativen Reaktionen waren sexistisch. Das wissen wir nicht. Aber der Autor und die Autorin berichten von vielen Konversationen, die klarer Sexismus waren. Ein Beispiel, die weibliche Stimme soll gesagt haben, Hi everybody. Und die Reaktion eines Gamers oder einer Gamerin war dann, Shut up you whore. Gefolgt von, She's a nigger lover. Das ist schlimm, das ist sexistisch, in dem Fall sogar rassistisch. Aber wie gesagt, genaue Zahlen zur Anzahl der sexistischen Sprüche liefert die Studie leider nicht. Aber sie zeigt, Frauen hörten in diesem Experiment viel häufiger negative Kommentare als Männer. Licht ins Dunkle beim Thema Sexismus bringt da dann schon eher die nächste Studie. Die hat Puls tatsächlich auch zitiert. Anti-Defamation League 2019, Free-to-Play, Hate-Harassment, Positive Social Experience in Online-Games. Kratzt bei deren Analyse aber, ganz ehrlich, nicht mal an der Oberfläche. Und so fällt unter den 2019, also sehr, sehr aktuell. Tisch, dass die Studie jetzt nicht nur negativ über die Game-Welt redet, sondern auch viele positive Aspekte nennt. Was man übrigens schon am Titel der Studie sieht. Free-to-Play, fragt sie sich, Hate, Harassment and Positive Social Experiences in Online-Games. Bevor wir jetzt aber über die Ergebnisse der Studie reden, erstmal ein kleiner Disclaimer. Die Studie, die Puls nennt, stammt von der amerikanischen Anti-Defamation League. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich seit über 100 Jahren gegen Antisemitismus und Hate einsetzt. Die Studie stammt also jetzt nicht von einer Universität, die klare Neutralitätsprinzipien eigentlich beachten sollte. Sondern es ist eher so, als würde Greenpeace eine Studie über den Klimawandel in Auftrag geben. Heißt das jetzt, dass die Ergebnisse falsch sind? Das möchte ich damit auf gar keinen Fall sagen. Auch solche Organisationen leisten... Hat er gerade die N-Bombe gedroppt? Ja, er durfte auch die N-Bombe droppen, weil es im klaren Kontext eines Zitats und einer Erklärung des wissenschaftlichen Rahmens, den hier gerade strikt steht. Theoretisch könnte ich das auch, wenn ich das so machen würde. Theoretisch könnte das jeder, weil das ja nicht dazu dient, um jemanden zu diffamieren, sondern weil das dazu dient, um das Zitat zu bringen, um eine Erklärung dafür zu geben, wie eine Person beleidigt wurde. Es ist aber viel zu kompliziert, weil die Leute halt dumm sind oft. Und deswegen sowas, wenn sie sowas hören, sofort denken, ah, so und so sieht's aus. Es ist aber auch wirklich von Twitch auch erlaubt, das zu tun.
Wenn du solche Sachen sagst, kannst du die im Rahmen einer wissenschaftlichen Erklärung oder einer Aufbereitung, kannst du sowas sagen. Aber sie verfolgen eben auch ihre eigenen Ziele. Und das darf man bei der Interpretation der Ergebnisse nicht vergessen. Mhm. Aber zumindest methodisch macht die Studie einen recht ordentlichen Eindruck, wobei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich vermutlich mehr Daten gewünscht hätten. Wir wissen, die Studie sagt, sie ist repräsentativ für die Game-Community und dass die Daten zu den Online-Games auf 745 Befragten basiert. Die positiven Ergebnisse sind auch eigentlich richtig nice. So sagten 88% der befragten Gamerinnen und Gamer, Montana Black, gefällt das, dass sie in Online-Games schon mal positive soziale Interaktionen hatten. Das heißt zum Beispiel, dass die Hälfte der Befragten sagten, dass sie im Game Freunde gefunden haben und Spielerinnen und Spielern geholfen haben. 13% haben sogar einen Partner oder eine Partnerin gefunden. Also eine richtig schöne Sache. Klingt doch alles richtig geil. Aber leider ist es jetzt nicht so, dass wenn man positive Erfahrungen gemacht hat online, dass man nicht gleichzeitig auch negative Sachen erleben kann. Deswegen auch ein Blick auf die negativen Ergebnisse der Studie. 74% berichten nämlich davon, dass sie in einem Game schon mal belästigt wurden. Okay. Ist das denn jetzt eine Frage an Frauen gerichtet? Oder ist das eine Frage an alle gerichtet? 35%, okay, da müssen wir mal gucken. Ergebnisse der Studie. 74% berichten nämlich davon, dass sie in einem Game schon mal belästigt wurden. Das ist also eine mehr als deutliche Mehrheit. Belästigung bedeutet jetzt ganz viele verschiedene Sachen. So sagen zum Beispiel 67% der Befragten, dass sie mit beleidigenden Namen beschimpft wurden. Das ist jetzt nicht nice. Aber auch noch nicht gravierend. Schlimmer wird es bei anderen Formen der Belästigung. So sagten 50% der Befragten, dass sie online diskriminiert wurden. Hm. Fast der Hälfte wurde schon körperliche Gewalt angedroht. Hm. Ja, und dann ist da zum Schluss auch noch die sexuelle Belästigung. Mehr als ein Drittel der Befragten hat genau das schon erlebt. Das ist nicht wenig. Wenn man das auf die Stichprobe rechnet, also 745 Befragte, wurden davon rund 261 schon sexuell belästigt. Und wie gesagt, das Ganze ist repräsentativ, gilt also für die gesamte Game-Welt im Allgemeinen. Die gesamte Game-Welt, also es spielt sich nicht auf Geschlechter runter, okay? Aber das sind jetzt ja noch alle Geschlechter, männlich, weiblich, LGBTQ+, zusammengewürfelt. Schaut man sich jetzt nur mal die Gamerinnen an, dann sagten 38% der Gamerinnen, dass sie schon mal wegen ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung belästigt wurden. Diese Studie bringt also schon mal deutlich mehr Klarheit und zeigt, dass Sexismus und das Thema Toxic Gaming richtig relevant ist. Und ganz besonders Frauen, die Opfer von Sexismus sind. Auch eine andere Studie weist übrigens darauf hin, dass Frauen und LGBT-Zugehörige sexuelle Belästigung signifikant häufiger erleben als Männer. Tja, und wer belästigt die Frauen vor allem? Vor allem die Männer. Das sagt nicht nur eine Studie, sondern gleich mindestens zwei, die häufig in der Wissenschaft immer und immer wieder zitiert wurden, was für ihre Güte spricht. Aber schauen wir mal auf die Konsequenzen. Was passiert, wenn eine Frau in den Games belästigt wird? Mitunter sexuell. Was ist ihre Reaktion? Auch dazu gibt es Studien. Hier mal eine von einer Kommunikationswissenschaftlerin und ihrem Kollegen aus Ohio. 2016. Sie befragten 293 Frauen, was für Strategien sie anwenden, um Belästigung in Online-Games zu vermeiden. Boah, 293 ist halt nicht viel. Oder zumindest abzuschwächen. Das Ganze ist nicht repräsentativ, aber das muss es auch nicht immer sein, damit die Ergebnisse wirklich bedeutsam sind. Weird Champ. Wir fanden erstmal heraus, dass sexuelle Belästigung in den Games richtig gravierende Folgen haben kann und die betroffenen Frauen nicht loslässt, sobald sie das Game ausmachen. Sondern, dass sie diese Erfahrung immer und immer wieder als Kopfkino abspielen, ins Grübeln geraten. Und das dann dazu führt, sehr häufig, dass sich diese zurückziehen. Auch fanden sie heraus, dass einige Frauen Gegenstrategien anwenden. Zum Beispiel bewusst ihr Geschlecht nicht preisgeben. Also das sogenannte Gender-Bending oder die Gender-Neutralisierung betreiben. Dass sie also keinen weiblichen Avatar nehmen oder einen Username, der nicht sagt, hallo, hallo, hier, ich bin eine Frau. Oder dass Frauen ganz allgemein gar nicht mehr mit anderen Spielerinnen und Spielern in den Games kommunizieren. Zum Beispiel den Voice-Chat nicht mehr benutzen. Und das kann es am Ende, ganz ehrlich, auch nicht sein. Games sind eine Welt, um sich abzureagieren, Freunde zu finden, zusammenzuarbeiten, eine geile Zeit zu haben. Und für viele stimmt das auch. Sie machen positive Erfahrungen online. Aber wir haben gesehen,
Eine heile Welt gibt es nicht überall, in vielen Games nicht. Viele Gamerinnen und Gamer werden belästigt. Besonders Frauen sind Opfer von sexueller Belästigung und sie ziehen dann daraus ihre Konsequenzen. Das sage nicht nur ich, das sagt nicht nur eine verdammt blöde Pulsreportage, sondern das sagen ganz viele wissenschaftliche Studien. Und das, ganz ehrlich, sollte man bei all dem Shitstorm über eine Reportage auf YouTube nicht vergessen. Sexismus in Online-Games gibt es. So Leute, das war's für heute. Wie gesagt, die Links zu allen hier zitierten Studien findet ihr unten in der Infobox. Mhm. Wissenschaft ist nicht umsonst, deswegen sind nicht alle Studien frei zugänglich. Aber klickt euch doch mal einfach selber durch, wenn euch das Thema noch weiter interessiert. Hier kommt jetzt zu einem anderen Video von mir, da... Cooler Kanal. Cooles Video. Der Grund, warum eine Studie von 2013 vielleicht nicht mehr so repräsentativ ist in einem Videospiel, das es auf Konsole gab, ist, die Entwicklung des Internets schreitet in Lichtjahren voran und somit auch die Videospielentwicklung. Und darum ist das, was sich darauf zu beziehen, ist ein bisschen weird. Da finde ich die 2019er Studie relativ relevant, weil da auch so viel gesagt wird, wie die positive Entwicklung ist, dass man davon spricht, was 2013 im Halo 3-Spiel gesagt wurde. I don't know. Das ist halt so, als würde man in die Vergangenheit reisen und gucken, wie die Frauenrechte waren 1955. Kritisch, aber das hat sich ja vollkommen verändert. Und genauso ist das auch. Und das hat sich aus folgendem Grund verändert. Nämlich, weil EntwicklerInnen die Reporting-Funktion und den Aufbau von Möglichkeiten, sowas zu verhindern, massiv ausgebaut haben. Das heißt nicht, dass es nicht mehr passiert, sondern das heißt, dass die Konsequenzen für sowas real sind. Wenn sowas passiert, wird toxisches Verhalten durch eine nicht nur künstliche Intelligenz im Hintergrund, sondern auch Leute, die Reports bearbeiten, halt einfach geahndet. Und Valorant ist eins der besten Beispiele, weil Riot Games da halt sehr drauf aufpasst. Also Riot Games ist unheimlich wach, was das angeht. Und die bewegen sich auch in eine Richtung, in der man ganz klar erkennt, dass die motiviert und engagiert halt mit so einem Thema umgehen wollen und das auch in den Vordergrund drücken und sich nicht davor drücken. Ja, es ist nicht so, dass du da keine Maßnahmen ergreifen kannst, sondern nicht nur, dass du Reportings machen kannst, sondern du kannst halt auch immer wieder solche Spieler meiden, blockieren und so weiter und so fort. Und das ist grundsätzlich ja eine Tendenz in allen Spielen, Online-Games auf jeden Fall. Es ist halt einfach auch schwierig, einen vernünftigen Maßstab zu finden, um das Ganze nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Willst du jetzt für jeden Banter die... Wann ziehst du für Banter die Reißleine? Wann ist das eine Beleidigung? Toxisches Verhalten allgemein. Die Gaming-Kultur ist infiziert von toxischem Verhalten. Es ist halt einfach fucking toxisch, Online-Games zu zocken. Da geraten Egos aneinander, da gerät einfach alles aneinander, weil sobald eine Person besser sein kann als die andere und das irgendwie an mechanische Fähigkeiten hinter einer anonymen Identität gebunden ist, ja, was glaubst du, was passiert? Ich meine, du musst es nicht mal anonym machen. Facebook hat bewiesen, dass es nicht anonym sein muss. Und damit meine ich den gesamten Gaming-Bereich. Gaming ist des Todes toxisch, außer du spielst fucking My Little Ponies Farm. Aber CSGO, come on. Spiel CSGO und du wirst in Grund und Grode gesuckerbläht, Alter. Es ist halt einfach des Todes toxisch. Valorant kann auch toxisch sein. Alles, was in irgendeiner Form Online-Gaming mit einem Sprachchat zusammenhängt, ist halt super gemein. Call of Duty. Es ist alles gemein. H1Z1, Battle Royale Games, Battleground. Es ist alles gemein. Überall, wo du einen Sprachchat hast. Ich nehme mal Battleground raus. Aber alles, wo du einen Sprachchat hast. Es ist einfach toxisch. So. Also kämpfst du weniger gegen diese explizite Sexismus-Situation, sondern du kämpfst gegen das toxische Internet im Gaming allgemein. Du kämpfst einfach in allen Sparten, sei es noch die kleinste Nische, wobei das immer abhängig davon ist, wie alt die Zielgruppe ist, die es bedient, kann das einfach außer Kontrolle geraten. So, das heißt, die Entwickler kämpfen nicht nur gegen Sexismus, sondern die Entwickler kämpfen gegen jede Form von Toxicity, toxischen Verhalten, reintilten. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir CSGO gespielt haben, wo es zwischen den
Teams möglich war, miteinander zu sprechen in der Halbzeit. Kann sich da jemand dran erinnern? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Und die Tatsache, dass das nicht mehr geht, die Tatsache, dass man sich weiterentwickelt hat, die Tatsache, dass man viel mehr reporten kann, dass viel mehr Möglichkeiten für Reports zur Auswahl stehen und dass alles ein bisschen strukturierter ist und sich weiterentwickelt hat, heißt ja, dass die Kultur sich auch weiterentwickelt und dass Entwickler sich dieser Verantwortung auch bewusst sind. Und wenn ihr Spieler fragt da draußen, den du gegenübertrittst und sagst, hey, wie findest du eigentlich, dass man sich in Games immer noch mal aufregt oder dass man reintiltet oder dass man Leute beleidigt, dann werden die zu einer nicht unrelevanten, zu einer vielleicht sogar sehr, sehr großen, zu einem sehr großen Teil sagen, ja, das ist ganz normal, mache ich auch. Ich glaube, ich mache mich dessen auch schuldig. Wenn ich in ein Game zocken würde, wo ich halt des Todes immer wieder auf den Latz bekomme oder man irgendwas funktioniert nicht und man regt sich auf, dann wird halt getiltet. Und dann wird halt ein bisschen bam. Die einzige Möglichkeit, das Ganze zu umgehen, und ich meine, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das die einzige nennen, ist, dass Entwickler immer mehr Algorithmen, immer mehr Maßnahmen zum Reporten dieser Sache geben. Damit die Leute, die das anwenden, halt vor Konsequenzen stehen. Und das heißt nicht, dass das aufhört. Das heißt nur, dass es für denjenigen, der es macht, halt eine Auszeit gibt. Ich versuche mir vorzustellen, dass das irgendwann in einer utopischen Zukunft nicht mehr so schlimm ist oder dass das nicht mehr existiert oder dass wir sagen, hey, jeder ist jetzt mit jedem cool und es wird nicht mehr beleidigt, aber ist das realistisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Realistischste ist eine Mischung aus dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich Reporting-Funktionen und Leute, die halt sowas melden können und dann wird sowas Kritisches auch mal bestraft und einer Medienkompetenz. Einer Medienkompetenz oder einer Gaming-Kompetenz, wo sich immer mehr Leute, die mit dem Internet aufwachsen, darüber bewusst sind, dass derjenige, der dich gerade Hurensohn genannt hat im Internet, das nicht macht, weil er persönlich vor dir steht, dein Gesicht erkennen kann, sieht, dass du eine Person bist, sondern weil er hinter einem künstlichen Avatar steckt und du auch und er dir in dem Moment den meisten Ingame-Schaden zuführen will, durch was auch immer. So. Und es wäre ja vielleicht schon mal ein Fortschritt, die Kombination aus beiden nach vorne zu bringen, damit das in irgendeiner Form aufhört. Das genau entkräftet durch was? Das genau entkräftet doch so eine Beleidigung. Was entkräftet das? Naja, du kannst es ja trotzdem reporten, aber ganz am Ende musst du dir auch darüber bewusst sein, dass der Typ, der das gemacht hat, das nicht macht, weil er vor dir steht und die Eier hat, dir ins Gesicht zu sagen, dass er von dir hält. Das ist halt das Internet, aber das ist auch ein Problem des gesamten Internets. Mach jede Social-Media-Seite auf, das ist halt so. Das ist halt einfach so. Und jetzt ist die Frage, die einzige Lösung, die nicht funktioniert, was aber auch immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist, die Identität preiszugeben. Das heißt, Klarnamenspflicht, das heißt, Personalausweis hinterlegen. Aber dagegen kann man sich nur sträuben, weil die Anonymität des Internets etwas Schützenswertes ist, was unbedingt erforderlich ist. Ne?